Warum man, aufgrund der blöden Kamera, ist es ja auch so, dass man den Wächter nicht einfach erledigen kann, wenn er noch am Boden liegt, weil der trifft ihn nicht. Der schießt in die Luft. Ja, man kann den Gegner nur treffen, wenn er vor einem steht. Ein Gegner, der am Boden liegt, kann man nicht beschießen. Das mag durchaus sportsmännischer Geist sein. Bei einem Zombie bin ich mir da nicht so sicher. Also ich habe jetzt nicht gewartet, bis der wieder aufsteht, weil ich jetzt irgendwie so ein Fair-Play-Spieler bin. Bin ich nicht. Ich bin mein Leben lang als Ausbilder bei der Bundeswehr immer der Überzeugung gewesen, meinen Soldaten das so beizubringen: Wenn der Gegner am Boden liegt, dann tritt nach. Idealerweise, kommt drauf an, was ein Gegner es ist. Ist es ein Gegner, den du töten willst, dann tritt ihm den Hals kaputt. Wenn es ein Gegner ist, den du nicht unbedingt töten willst, aber kampfunfähig machen, das für etwas längere Zeit, tritt ihn in die Klöten und in den Bauch. Ich war noch nie ein fairer Kämpfer, weil das Bullshit ist. Ich bin am Ende des Tages bin ich immer der Überlebende, Gesunde. Nicht der, über den die anderen später sagen, wenn sie vorm Grab stehen: Oh, das war aber ein fairer Kämpfer, ein ritterlicher Geist hat er gehabt. So habe ich das auch mal meinen Leuten ausgebildet, dass wenn man in den Einsatz geht, möglichst alle und auch möglichst vollständig wieder nach Hause kommt. Schon weil ich keinen Bock drauf habe, Briefe zu schreiben an die Angehörigen, denen ich erklären muss, dass der Soldat gefallen ist im Kampf gegen irgendwelche nicht netten Mudschahedin in Afghanistan, weil sein ritterlicher Sportsgeist es nicht zugelassen hat, den Terroristen direkt die Birne wegzublasen. So, da war auch was. Ah ja. Ja, der hat sich jetzt festgebackt. Das kann jetzt dauern. Ach Scheiße, nee, ist nicht wahr. Die Kamera und die Steuerung sind zum Kotzen. Two days later. Ja, deine Mutter ist 2 Tage später hier. So, wir machen das jetzt aber trotzdem noch, um das zu testen, aber soweit ich weiß. Genau, er kann auch nur seine Schläge alles nur gegen jemanden ansetzen, der steht. Was für eine verkackte Störung. Gute englische Kneipenkampfweise. Ja, das hat zumindest schon mal Munition für die 38er gespart. Warum höre ich denn jetzt das? Ach, guck mal an. Und jetzt? Ach, guck mal an, ich habe Kabelbruch. Mein Kopfhörer hat Kabelbruch. Was für eine Scheiße ist das denn jetzt? Okay, muss man das Kabel kaufen. Ich habe mich gerade gewundert, warum höre ich jetzt plötzlich nichts mehr? Kommen da noch mehr? Irgendwas wackelt da links rum. Was ist denn jetzt los?
Wie viele Gegner sind... Also für ein Adventure, das angeblich nicht kampfbetont sein will, für ein Adventure, das angeblich nicht kampfbetont sein will, gibt es hier eine Menge Gegner und die verschwinden, die versickern in den Boden, die hinterlassen mir weder Waffen noch Munition. Jetzt weiß ich, warum ich das Spiel schon damals deinstalliert habe. Weil die Steuerung scheiße ist, die Kamerasteuer scheiße und ich finde weder Munition noch Waffen. Aus dem Grund bevorzuge ich Rollenspiele. Da hinterlässt mein Gegner immer Loot. Weg, sind alle weg. Ich habe einen Haufen Munition verballert für nix. So eine Scheiße. Ja, da gibt es nichts zu verschieben, du Horst. Ich will, dass du dir das anguckst. Komm dann. Ja, aber ich weiß noch, ich habe das damals tatsächlich noch ein Stück weiter gespielt. Immerhin hatte ich dafür Geld bezahlt. Ja? Warte mal, ich weiß, wir können mal testen an der Tür, aber ich bin mir relativ sicher, ich weiß noch, dass ich durch diesen Garten muss. Ich krieg die Tür nicht zu. Er kann nicht mal die Treppe hoch. Gut, er ist Engländer oder Franzose. Also irgendwas, aber offensichtlich nicht in der Lage ist, eine Treppe zu benutzen. So, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Wie viele Deutsche brauchst du, um eine Glühbirne zu wechseln? Einen. Warum? Weil wir effizient sind und keinen Humor haben. Englischer Humor in allen Ehren, aber ich finde, dass Boris Johnson uns allen zeigt, dass man es auch übertreiben kann. So. Wenn sogar der wichtigste englische Kolumnist schreibt oder Buch drüber schreibt, warum man nach Deutschland gucken sollte und England auf dem Weg ist zu einem Clown-Staat. Also nicht im Sinne von Klauen, sondern im Sinne von Clown, diesen gruseligen, weiß bemalten Spinnern aus dem Zirkus. Morning, Sir. Toll, ich hab noch 3 Schuss, ey, deine Mutter. Hier wenigstens mal eine Waffenmunition. Nein, aber ich krieg ein Foto. Toll. Was hätte ich nur gemacht ohne das Foto? Munition braucht doch keiner in dem Spiel, in dem der ständig geballert wird. Aber ein Foto. Alter, ich krieg die Tür nicht zu. Jetzt bin ich in einem Labyrinth voller Zombies, die Maschinenpistolen, Maschinengewehre verwenden. Nee, Maschinen. Was sind die Thompson? Eine Maschinenpistole. Wobei, es heißt Submachine Gun. Und nicht Maschinenpistole. Hi, geil! Boah, Leute, nee, ey. Kein Witz. Man merkt aber schon, Teil 1, da konnte man durch hier, erinnert euch vielleicht vage, hier verschieben von Möbeln und so, da konnte man die Kämpfe auch verhindern. Hier renne ich von einem schwer bewaffneten Zombie-Wächter in den nächsten rein. Das ist einfach bloß langweilig und anstrengend. Und in Kombination mit einer Kamera und einer Steuerung, die einfach die totale Seuche sind, ich setze wirklich den Joker. Also, wir wissen jetzt, es gibt das Spiel Alone in the Dark Teil 2. Ich weiß wieder, warum ich damals Rage Quit gemacht habe. Ich schneide Holz im Rage Quit bei dem Spiel. Wir wissen jetzt, was es ist. Es ist ein Horror-Survival-Adventure, Action-Adventure. Den geistigen Nachfolger Resident Evil auf der Playstation gespielt hat, der kennt sich in diesem, kann mit dem Spiel vielleicht was anfangen. Der regt sich vielleicht ganz sehr auf, dass er keine Munition bei einem toten Gegner findet, der gerade eben noch ein Gewehr oder eine Maschinenpistole in der Hand hatte, sondern nur ein bescheuertes Foto. Ich krieg da die totale Seuche.
Ich krieg da Plak jetzt mal ohne Witz, das ist doch grauslich, sowas. Wir wissen also auch, was wir hier machen. Wir wuseln so herum, um in dieses Gebäude zu kommen, um ein Mädchen zu retten. Ich erinnere mich noch vage aus der Beschreibung des Spiels, dass es ab und zu wohl auch Passagen gibt, wo man wechselt in die Rolle des Mädchens und dann kann man gar nicht kämpfen. Das macht es wahrscheinlich noch viel besser, wobei der kann ja auch nicht kämpfen. Also da kommt es wahrscheinlich das Gleiche raus. Optisch, ja, ist halt wie Teil 1. Ist eben diese Engine, die damals für Alone the Dark entwickelt haben, die eben diesen etwas anderen Ansatz bemühte. Der Weg, der damals eigentlich so der typische war, Richtung 3D, richtig 3D gab es in dem Sinn noch nicht, aber der Weg dahin führte entweder über den dreidimensionalen Raum, den man mit 2D-Objekten zumindest zum Teil befüllt, oder über eine zweidimensionalen, also es gibt keinen zweidimensionalen Raum, aber eine 2D-Darstellung, die die Illusion eines dreidimensionalen Raums bewirkt. Wie eben, wenn ihr im Matheunterricht ein Quadrat zeichnen solltet, in eurer Schulhefte, habt ihr das ja auch gelernt, wie man solche Objekte zeichnet, dass man eben die Flächen darstellen kann, damit man eben Flächenberechnung in einem Quadrat oder Rechteck betreiben kann. Und das sieht dann vernünftig dargestellt aus. Und darin eben ein 3D-Objekt zu bewegen, beziehungsweise darauf. Es bewegt sich ja nicht darin, es bewegt sich ja darauf auf der 2D-Fläche, die eben so aussieht, als ob er sich in einem dreidimensionalen Raum bewegen würde. Da die 3D-Beschleunigerkarten, die es ja zu dem Zeitpunkt des Spiels noch gar nicht gab, die, ich glaube, Voodoo, die kam dann, ich will jetzt auch nichts falsch sagen, Ende der 90er, 96, 97, Mitte, Ende der 90er kamen die 3D-Beschleunigerkarten, ja 3DFX und sowas. Und ab da war es dann tatsächlich, dann kam das, dass es möglich wurde, wirklich 3D zu berechnen. In dem Moment hatte sich dieser Weg hier einfach erledigt. Das war dann nicht mehr nötig. Das hat es nur unnötig kompliziert eigentlich gemacht. Wie man sieht in der Steuerung der Kamera, einfach nur zum Weglaufen, sich in ein Bett verstecken und ins Kissen beinen. Der Weg, den zum Beispiel ID damals gemacht hat, über den 2,5, den dreidimensionalen Raum mit 2D zu befüllen, das wurde dann letztlich das Ding, was dann immer besser entwickelt wurde, bis es irgendwann tatsächlich reines 3D wurde. Das sieht man auch ganz schön in den Elder Scrolls Spielen. Wenn man mal bei den Elder Scrolls Spielen sieht, die ganze Reihe so nach und nach spielen, dann sieht man das auch ganz schön. So, also, ich hau hier den Stempel drauf, wir zockeln weiter ins nächste Spiel. Ich krieg hier einfach die totale Pest von der ganzen Steuerung. Wir schauen uns noch Teil 3 an und dann darf ich wieder hoffentlich irgendwas zocken, was irgendwie mehr Freude bereitet. Aber wir haben zumindest die drei alten Alone in the Dark Teile im Archiv, sodass ihr euch zumindest mal ein Bild davon machen könnt. Was wäre das? Wie sieht das aus? Was macht man da? Wäre das heute noch vielleicht was für euch? Ich persönlich bin der Meinung, solche Spiele, die kann man heute nur noch spielen mit einer ganz fetten Nostalgiebrille auf der Nase, weil man die damals toll fand und gesuchtet hat. Alle Menschen, denen diese Nostalgiebrille fehlt, die kriegen von dem Spiel einfach genauso schnell die Pest wie ich und dann wollen sie es nicht und zocken weiter lieber zu einem besseren Spiel. Und auch gerade im Bereich der Horror-Survival-Action-Adventure gibt es mittlerweile viele Spiele, die einfach das einfach besser können. Wo man sich ja nicht so rumplagen muss mit der Steuerung. So. Genug geweint, ja, ich will ja hier kein Mimimi darstellen, sondern ich wollte eigentlich nur Teil 2 wenigstens mal kurz vorgestellt haben. Bis gleich in Teil 3.